Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Sechsmal die 6. Also jeder, der sich irgendwann einmal Filme im Nachtprogramm aufgenommen hat, der kennt diese ganzen blöden Hotline-Werbungen. Und ich habe in diesem Fall tatsächlich eine relativ witzige Geschichte zu erzählen, die sich wirklich wahrheitsgemäß zugetragen hat, als ich in die Schule gegangen bin. Der damals, ich glaube 13, 14 muss es gewesen sein, jährige Zocki, der für Schnittberichte.com zum Beispiel sehr viel tätig war und demnach auch sehr viel aus dem Fernsehen aufgenommen hat, der hatte von einer Lehrerin in der Schule den Auftrag bekommen, bitte eine Dokumentation aus dem Fernsehen aufzunehmen, die man sich dann gemeinsam im Unterricht anschauen könnte, weil das halt gerade wahnsinnig gut zum Thema passt und sie hatte keinen Videorekorder. Denke ich mal, ja passt, ein Auftrag, den ich natürlich gerne entgegennehme und gewissenhaft erledige und sofort in der nächsten Sekunde gewissenhaft vergessen habe, weswegen ich diese Doku nicht dann während der Erstausstrahlung um 20.15 Uhr aufgenommen habe, aber glücklicherweise gab es noch eine Nachtwiederholung und ich glaube, ihr wisst schon, worauf die Geschichte hinausläuft. Ja, Klein Zocki brachte dann am nächsten Tag das Videoband in die Schule, hat natürlich nicht geschaut, ob das irgendwie richtig aufgenommen war oder sonst irgendwas. Die Doku fängt an, wahnsinnig interessant, keine Ahnung mehr, worum es gegangen ist, aber nach 5 Minuten kommt die erste Werbeunterbrechung und irgendwelche vollbusigen Plastikmonster singen irgendwelche Telefonnummern. Es war extrem lustig und ich glaube, für die Lehrerin unglaublich peinlich. Ich musste zumindest nie wieder irgendwelche Dokus aus dem Fernsehen aufnehmen. Aber vielleicht gibt es auch andere ganz schlimme Dinge, die man Telefon... Irgendwie muss ich jetzt, glaube ich, wieder zu dem Unboxing zurückkommen, die man per Telefon bekommen kann. Man kann ja quasi direkt Dinge wählen. In Amerika haben sie ja ganz oft die Telefonnummern mit den Buchstaben auf der Tastatur kombiniert und haben dann eben so Rufe 0900 Mitsubishi und das ist dann halt eben quasi die Nummer, wenn man es eintippt, dass man dann dorthin kommt. Eigentlich recht clever, aber Dial D for Demons, das heißt in dem Fall, du wählst einfach, ich glaube, 2. Ist dann die Kurzwahltaste, ist vielleicht die Schwiegermutter und dann passt's, dann passt's auf jeden Fall. Anyways, Dial D for Demons ist ein Film aus dem Jahr 2000, der von Billy Tank gedreht wurde, mit Jordan Chan in der Hauptrolle. Auch das womöglich ein Film, der jetzt den meisten von euch vielleicht gar nicht einmal so viel sagt, trotzdem offensichtlich ein Film, der bekannt und gefragt war, denn als Vinegar Syndrome den Release irgendwann einmal angeteasert hat, wurde das relativ schnell von relativ vielen Leuten erraten und auch wohlwollend aufgenommen. Von dem Film ist in der OFDB quasi eine Hongkong-DVD bzw. Video-CD vermerkt, wo der Film damals mit der Altersfreigabe Kategorie 2A veröffentlicht wurde, aber international ist hier eigentlich rein gar nichts vermerkt, sodass auch das wieder ein Film ist, den wir im deutschsprachigen Gefilde bislang gar nicht sehen konnten. Das hier war im Übrigen also zumindest der untere Ausschnitt von dieser Neuzeichnung von Black Coffin, dass man eben hier bei dem Teaser von Vinegar Syndrome gesehen hat. Aber wir werfen dann einmal einen Blick ins Innere. Da gibt's auf der einen Seite dasselbe Motiv hier auf dem Keepcase zu sehen, beziehungsweise sind das Fleisch? Stücke, die da herumregnen, hat sich da gerade irgendjemand in die Luft gesprengt und regnet quasi über dieses einäugige Mädchen, die so ein kleines bisschen aussieht wie die Tochter von Deadpool aus X-Men Origins Wolverine. Ich habe wirklich an der Stelle keine Ahnung, aber wir können einen Blick auf das Backcover werfen. Da gibt's neben der Inhaltsangabe des Films die Information eben, dass der Film natürlich von Billy Tang, der Dr. Lamb oder sowas gedreht hat, aber eben nicht dem Cut 3 zugeordnet ist. Es gibt hier den kantonesischen Originalton, einen Mandarin-Dub, ganz dringend für mich, aber nur englische Untertitel, keinen englischen internationalen Dub. Die Blu-ray ist aber auch auf den Region-Code A beschränkt und demnach nicht in regulären deutschen Geräten abspielbar. Dafür gibt's auch bei diesem VSA-Titel wieder als Wendecover das alternative Motiv vom Backcover, also nur die neu gezeichneten Elemente vom Boxset von Vinegar Syndrome und keine anderen Originalmotive. Und als zusätzliches Goodie für diesen Release gibt's ebenfalls wie gewohnt von der VSA-Line ein Poster,
passend eben, weil VSA eben ein bisschen sich anlehnt an die alte Videozeit und die Art, wie dort veröffentlicht wurde. Dass es dann hier eben so diese klassischen Videotheken-Poster noch mit dazu gibt, aber eben, hoppala, in diesem Fall auch die beiden neu erstellten Motive vom Front- und Backcover vom Schubert. Durchaus eine interessante Sache, vor allem, weil ja Billy Tang eben wirklich ein notorischer Filmemacher ist, kann man ja sagen, vor allem für Cut 3 Fans durch seinen Dr. Lamb, der übrigens, so viel kann ich an der Stelle schon verraten, definitiv nicht so gut ist, wie du ihn in Erinnerung hast, weswegen sich da vielleicht irgendwann mal eine neue Veröffentlichung und damit einhergehend Sichtung auszahlen würde, aber bin auf jeden Fall gespannt, was es mit Dial D for Demons auf sich hat.